Durch da. Aua. 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 So. Können wir da rein? Nein, können wir nicht. Okay. Mal eben eine Neuaufnahme. Und dann gucken wir mal, wo wir lang müssen. Oh, jetzt habe ich außerdem meine eigene Geliebte getroffen. Naja, noch ist es ja nicht meine Geliebte. Noch bin ich ja in sie verliebt. Also Han Solo meine ich jetzt. Han Solo ist ja in sie verliebt. Ach du Scheiße. Ja, Moment. Ich versuche jetzt ohne darunter zu fallen. Ah, wunderbar. Na komm, verreck. Ja, und mich trifft er natürlich, ne? Gib mir das Herz. Und noch ein zweiter, aber das ist mir egal. Ich würde jetzt gerne erstmal die beiden Münzen. Na, wow. Das war jetzt knapp, aber egal, das hat funktioniert. Solange es funktioniert, ist alles in Ordnung. Das Herz hätte ich auch gern. Damit. Danke. So, und jetzt muss ich versuchen, ich glaube, alle Schalter bei dem ersten Versuch zu treffen. Das hat ja wunderbar funktioniert. Ich meine mich sogar an diese Stelle zu erinnern und mich zu erinnern, dass die Stelle scheiße ist. Hä, obwohl die beiden sind ja jetzt gedrückt. Muss ich doch nur... Okay, anscheinend muss ich doch nur irgendwann drücken. Denn da geht die Tür schon auf. Tatsache. Gut. Entschuldigung. Ich glaube, jetzt müssen wir R2D zurückfallen. Das sind vier Schalter. So, Moment. Ach nee, Moment. Wir können doch auch einfach den Block da drauf schieben, oder? Oder nicht? Haha, das können wir. Okay. Ah, jetzt mal gucken. Komme ich hier mit C3PO rein? Ja, komme ich. Dann werden wir das doch mal eben mit C3PO erledigen. Vielleicht gibt es dazu auch noch mal einfacher. Obwohl. Moment, geht es hier weiter, oder? Ah, okay, es geht hier nicht weiter. Das ist gut. Sowas wollte ich nicht jetzt haben. Super. Wunderbar. Dann haben wir nämlich fast unsere wahre Jedis erreicht. Wie gesagt, das versuche ich ja fast jedes Mal zu schaffen, die wahre Jedi-Story. Denn da muss ich beim zweiten Run nicht mehr auf die Scheißdinger achten. Also auf die, da muss ich nicht mehr auf die Edelsteine achten. So, ich würde gerne jemanden beten. Ha. Wunderbar, danke. Bitte einmal noch ein paar Münzen drücken. Wahre Jedi-Story noch. Hä? Wie soll ich denn da... Hä? Oh, Chewbacca. Okay. Ja, wahre Jedis. Wunderbar. Muss ich nachher nicht mehr auf die Scheiße... Also, nachher ist gut. Dann muss ich später nicht mehr auf den Scheiß achten. Sagen, irgendwann muss das doch funktionieren oder nicht. Ich habe nur keine Ahnung, was ich damit machen muss. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Leute, ich hab grad irgendwie keine Ahnung. Hä? Also irgendwas muss ich machen, das ist mir schon klar. Aha, da sind zwei rote und hier ist ein roter. Was soll das jetzt heißen soll? Ach, da sind doch die roten Flächen, ach ich Idiot. Moment. Haben wir gleich. Nummer 1 ist schon drin. Ja. Münzen kann ich einsammeln. Egal. Nummer 2 muss ich noch zurecht schieben. Ja, ist gut. Oh, wie weit er die immer schiebt.
So, stopp. Noch da. Genau. Okay, jetzt ist das Tor offen. Der Gegner? Nee. Das sind. Ach, das sind wieder diese. Die Viecher, okay. Was muss ich jetzt mit denen machen? Nö. Kann ich da irgendwie drüber laufen oder so? Ja, was soll das jetzt denn? Hä? Ich muss ehrlich sagen, dass ich doch noch etwas überfragt bin. Gehen wir uns aus dem Weg. Was habe ich da jetzt im Glück gejagt? Okay, egal, ob ich irgendwas im Glück gejagt. Das hat mir anscheinend geholfen. Ah, die Steuerkonsole habe ich in Luft gejagt. Ach, jetzt muss ich das Ding aktivieren. Ah, das macht einen Sinn. So, jetzt muss ich hiermit eigentlich... Genau. Haha. Und da wird das Ding auch schon frei. So, machen wir das Raumschiff noch reparieren. Ah, verdammt. Bin ich gerade fast abgelenkt. Ach, und mit dem... Ah, mit dem Tutti-Frutti-Typen hier komme ich jetzt... Nämlich oben aufs Raumschiff drauf. Wo wir nämlich jetzt gleich rein... wo wir reparieren müssen noch. Aha. Eine Bordkanone noch. Und jetzt ist es nämlich offen. Jetzt wären wir da nämlich nicht hochgekommen. Das ist der Trick an der Sache gewesen. Alles klar. Da ist unser Darth Vader. So, die versuchen uns jetzt mit irgendwelchen hoch... Keine Ahnung. Oh! Oh, schön eine Backpfeife kassiert, armer Typ. Und da sehen wir Luke Skywalker, der sich jetzt mit R2-D2 an Bord seines Raumshuttles begibt. Und wir haben das Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Han Solo auf Hoth haben wir freigeschaltet, bla bla bla. Prinzessin Leia auf Hoth haben wir freigeschaltet. Und das war's. Ja, 100% war Jedi, sorry. Ist doch logisch. Steine gesammelt, ist mir scheißegal. Minikits haben wir, glaube ich, kein einziges haben wir. Und wir haben wieder, Mos Eisley Cantina. Leute, das war's wieder. Ich werde das hier nachher hochstellen, beziehungsweise heute Nacht. Das heißt wahrscheinlich von Freitag auf Samstag. Von Donnerstag auf Freitag, so. Und, Leute, dann werden Videos von Crysis kommen. Ich weiß nicht, wie viele. Und ich weiß nicht, in welchem Abstand. Das heißt, ich werde die nicht alle direkt hochladen, damit ihr wenigstens ein paar Tage nacheinander was zu sehen habt. Weil ich nämlich dann am Montag eine Klausur schreibe und so und dann nicht Zeit habe, noch mehr aufzunehmen. Wie gesagt, deswegen lade ich lieber nach und nach hoch. Gut, das war's. Und wir sehen uns das nächste Mal hier. Bis dahin. Viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.